Hallo Freunde der DJI Mavic Mini. Genau, da oben ist Arneburg, Ortsteil Büers. Und ich stehe auf dem ersten Drittel meiner Flugstrecke Richtung Norden, der 5 Kilometer Strecke. Und genau, das wird heute ein ganz besonderer Flug. Ich habe ihn gerade schon hinter mir. War sehr aufregend, interessante Sachen mit dabei erlebt. Also fliege ich hier mal 5 Kilometer. Gut, viel Spaß beim Anschauen. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Hallo Freunde der DJI Mavic Mini. Ja, alle die meinen Kanal verfolgen sehen schon wo ich bin. In Arneburg. Arneburg Stadtteil oder Ortsteil Büers. Und ich fliege mal wieder Richtung Nordost bei leichten Ostwind. Ja, das ist meine 5 Kilometer Strecke, auf der ich noch nie 5 Kilometer geflogen bin. Ich muss bloß mal kurz den Kurs korrigieren. So, bin gespannt, was das heute wird. Wahrscheinlich wird es ein Flug ohne Rückkehr, also ohne Rückfahrkarte, weil ich mal versuchen werde, heute auf 5 Kilometer zu kommen. Keine Ahnung, ob es klappt, aber dann wird der Akku wahrscheinlich auf dem Rückflug nicht mehr reichen. Aber ich habe hier die Gegend mittlerweile relativ gut ausgekundschaftet, sodass ich weiß, wo ich landen könnte. Ich muss hier bloß mal an der Obstplantage vorbeifliegen, hier an der Ecke. Dann bin ich auf dem richtigen Kurs. Genau. Ich glaube, unter mir kommt jetzt gleich so eine Hausruine. Da könnte ich auf dem Rückflug auch landen. Oh, ich habe schon 1 Kilometer. Das ist nicht schlecht bei Ostwind. Hier gucken wir mal nach unten, wenn wir da rüber fliegen. Die Feldwege kenne ich mittlerweile ganz gut. Da kommt die Hausruine. Ich fliege wieder mit manuellem Kanal. 2,4 GHz. Kanal 5, glaube ich. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht bis jetzt. Schwaches Signal. Was kommt jetzt? Ne, dann muss das hier in der Gegend liegen. Ich fliege weiter. Ach nee, das darf doch nicht wahr sein. Go home. Was soll das jetzt? Das war nicht eingeplant. Vor allen Dingen dürfte jetzt eigentlich auf Kanal 5 gar keine Signalunterbrechung sein. Aber ich habe hier schwaches Signal. Wir fliegen erstmal weiter, weil dann kommt normalerweise wieder volles Signal. Ne, also irgendwas haut nicht hin heute. Da ist heute irgendwo der Wurm drin. So, jetzt ist wieder volles Signal da. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Das habe ich jetzt auf, das merke ich, habe ich immer bloß hier an dem Ort. Da muss irgendwie eine Interferenz sein, egal auf welchen Kanal ich fliege, weil zwischen 1000 und 1500 Meter ist immer eine Signalschwäche. Sehr seltsam. Ja, jetzt ist das Signal wieder voll da. Ich kann es mir nicht erklären, warum das jetzt weg war. Ah, hohe Windgeschwindigkeiten. So, ja, jetzt konnten wir die Ruine da unten gar nicht angucken. Na egal. Das wird sicherlich ein spannender Flug. Ja, dann haben wir natürlich wieder einen Haufen Akkukapazität verschenkt.
Was haben wir jetzt? 2100 Meter Geschwindigkeit ist super. Ja, ich fliege einfach mal weiter. Ja, gut, das wird dann wieder ein seltsames Video. Passiert immer irgendwas, was man nicht einplant, war klar, aber ja, jetzt weiß ich, es muss hier in der Gegend liegen. Irgendeine Interferenz. Kanal 1 und Kanal 5 habe ich hier schon probiert. Wenn ich an anderen Gegenden fliege, habe ich den Signalabbruch nie. Was soll jetzt? So, 2500 Meter, es geht gut voran. Ja, hier links ist eine längliche Baumgruppe auf dem Feld. Da führt kein Weg hin, aber da steht, da ist ein Hochstand vom Jäger. Habe ich bei Google Maps schon gesehen. Da wird jetzt vermutlich kein Jäger sitzen. Dahinter ist eine ganz lange Baumreihe. Da könnte man zur Not langlaufen, um die Drohne zu bergen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich noch ein bisschen Kapazität für den Rückflug haben werde. 68%. So, jetzt kommt gleich 3000 Meter. Ja, mal schauen, was das wird. Es kommt sicherlich gleich die Meldung, dass die Drohne zurück will, weil der Akku nicht mehr reicht für den Rückflug. Das werden wir dann mal wieder. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Genau, wenn man vom Teufel spricht, kommt die Meldung schon. So, 3200 Meter. Na gut, dann. Ich weiß nicht, ob ich die Strecke ja dann überhaupt noch mal benutzen will, wenn immer bei 1000 Meter dieser Signalabbruch kommt, den ich mir nicht erklären kann. Das ist schon sehr seltsam. Haben wir bis jetzt auch noch keine Ursache für gefunden. So, ganz leichte Kurskorrektur, dass ich hier wieder zwischen dem Dorf Dalchow und der Baumgruppe mit dem Dorfteich lang fliege. Da habe ich gestern mal geguckt, der Dorfteich ist leer. Kein Wasser drin. So, 3,5. %, 60% Akku. Dann mache ich solche Experimente mal lieber nochmal auf dem Weller Berg, aber da kann man bloß bis 4400 Meter fliegen. So, ich gucke jetzt immer mal schon auf die Verbindung. Sieht immer noch ziemlich gut aus. Jetzt haben wir gleich 3,9. Da am Zeltstoffwerk ist schon 5100 Meter. So, jetzt haben wir gleich 4000. 4000 Meter. Oh, schwaches Antennensignal. Hui, das hatten wir aber sonst noch nicht. Vier, zwei. Jetzt ist wieder, na, ja, die richtig ausrichten, doch jetzt ist wieder da. 4, 3. So, jetzt habe ich einen neuen Rekord. Von mir persönlich zumindest. Signal ist noch da. 52% Akku. 4, 5. Das ist spannend. So, bei 5000 Meter werden wir dann mal umdrehen. Bei 5,3 fängt, glaube ich, das Betriebsgelände an von der Papierfabrik. Ist auch der Akku. 49%. Schwaches Signal. Na, schaffen wir es bis 5000? Ja, 5000. Cool. So, jetzt fliege ich mal ein Stück rückwärts. Fünftausend Meter, das ist doch mal cool. So, soll ich es wagen, die Drohne zu drehen? Ja, hohe Windgeschwindigkeiten, genau. Na, ich fliege mal noch ein Stück. So, vorsichtig stehen bleiben, Drohne drehen. Kontakt ist noch da und weiter geht's.
Na gut, ja, das war ein aufregender Flug. Man hat gemerkt, bei 5000 Meter kommen dann so langsam die ersten Signalprobleme. Also der Wetterbericht ist Ostwind und eigentlich, ich spüre aber irgendwie, dass er aus dem Süden gerade kommt. Obwohl, ja, so richtig kann man es an der Geschwindigkeit der Drohne auch nicht sehen. Egal. So, Kurs ist richtig. Gut, jetzt fliegen wir über das große Feld rüber. Muss ich mir bloß nachher mal Gedanken machen, wo ich die Drohne lande, weil mit dem Akkustand komme ich jetzt nicht zurück. Da kommen jetzt erstmal die Baumreihen. Erste Baumreihe. Mal schauen. Ich versuche mal bis zu den Feldwegen da zu fliegen. Dann könnte das mit der Bergung der Drohne doch ein bisschen einfacher werden. Vielleicht schaffe ich es auch bis zur Straße, aber dann kommt wieder der Signalabbruch. Das ist auch Mist, wenn ich da landen will. Na, das wird aufregend. 34% Akku, 3700 Meter. Jetzt sollte ich nicht über offenem Wasser sein, denn kommt keine Freude auf. So, Kurs ist nicht ganz optimal, aber ich fliege jetzt mal, da ich das die Hausruine schon nicht richtig zeigen konnte, fliegen wir mal hier über den Hochsitz rüber, mal sehen, ob ich den sehen kann. So viel Zeit muss sein. Wo ist er? Oh, da war er gut zu sehen, da rechts. Egal. So, 27% Akku. Jo, so, ich korrigiere mal den Kurs. Jetzt kommt gleich der Feldweg. Da wäre eine gute Landeposition. Da habe ich aber neulich mal ein Auto erwischt von oben. Weiß nicht, wenn man da, da ist auch ein Hochsitz da in der Baumreihe, die da Richtung Süden geht, Richtung Arneburg. Ist auch nicht so optimal, wenn da gerade ein Jäger sitzt, aber ich glaube, es war keine Jagdsaison zurzeit. Keine Ahnung, kenne mich damit nicht aus. 24% Akku, na, ich flieg mal noch. Das ist, bin optimistisch, dass wir da bis zur Straße kommen. Mal die lustige Karte einblenden. Das ist auch die Karte. So. Karte ist zufrieden. 21% Akku. So, ersten Feldweg überflogen. Ja, Akku stand niedrig, ich weiß. Zweiter Feldweg. Da kommt er gleich. Ich fliege mal da auf die Ruine zu. Sagen wir jetzt, was sagt er, 17%, 16. Ein Stück weiter fliegen. Ich weiß nicht, ab 10%, da bringt die Drohne dann keine richtige Leistung mehr. Okay, ich hoffe, jetzt kommt kein Signalabbruch. Hier an der Ruine werde ich die Drohne mal landen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht gerade irgendjemand drin.
Na, hat er die Landesequenz nicht eingeleitet? Landing. Er landet. Wie weit bin ich da auf dem Acker? 100 Meter vielleicht. Ich fliege mal ein bisschen dichter an der Straße ran. Das wird sowieso gleich die Verbindung abbrechen. Critically low battery. Ist weg, so gut. Dann werden wir die Drohne mal suchen. Das wird aufregend. Critically low battery. Oh, die Drohne ist wieder da. Das ist ja klasse. So, ich hole jetzt mal meine GoPro raus. Critically low battery. So, jetzt mal Auto abschließen und dann gehen wir mal hier in den komischen Suchmodus rein. Wo ist es bei Profil? Meine Drohne finden. So. Muss man jetzt gehen, man muss das doch irgendwie anzeigen. Ach so, ich bin da der Punkt. Nee, irgendwie. Ach, da steht sie schon. Ich kann sie schon sehen. Aber irgendwie komme ich hier mit der Drohnensuchfunktion nicht so richtig zurecht. Irgendwie schwankt das doch mächtig hin und her. So, dann lassen wir sie mal piepen. Ja, funktioniert. Drohne piept. Bin ich hier nur der Pfeil oder bin ich der blaue Punkt da unten? Wenn ich da lang gehe, nee, doch, funktioniert, aber irgendwie, wenn ich links abweiche, dann geht es nach links. Ich wollte es etwas mal probieren, wenn man die Drohne wirklich mal sucht. So, funktioniert. Okay, Drohne ist wieder da. So, Moment, gehen wir mal raus. Dann gehen wir noch mal in Flugmodus. Wie viel Prozent Akku haben wir noch? Mal wieder 0%. So. Hallo Drohne, hast dich gut geschlagen. Oh, du bist wieder mächtig überhitzt. Na klasse. So. Gut, dann werden wir mal Aufnahme anhalten. Na gut. Wenn wir einmal hier sind, können wir auch die Ruine hier noch anschauen. Jetzt habe ich hier drei Sachen in der Hand. Das wird ein bisschen viel auf einmal. Ne, ich glaube, hier wohnt keiner. Und in der Ruine landen ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee. Ja. Eieiei, so. Ja, gut, Leute. Ja, das war doch mal wieder ein aufregender Flug. 5000 Meter, neuer Rekord. Gut, jetzt muss ich erstmal warten, bis der da vorbei ist.